Sieben Mails mit immer demselben Satz haben mich jetzt noch zu später Stunde erreicht. Mutmaßlich von dieser obskuren Firma, die von mir heute Nachmittag über meinen PayPal-Account, der ja bekannt ist durch die Krebsstiftungsaktion von mir, die ich initiiert habe, 5000 Euro anforderte, ist natürlich fake. So dumm bin ich auch nicht. Ist eine Einzelperson ein Einzeltäter? Und ich fordere Sie von der Justiz und Polizei auf, jetzt tätig zu werden, sonst werde ich das auf meine Art. Wie, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Sie können doch gar nicht nachempfinden, was in mir vorgeht, in dieser Minute. Würden Sie das so wegstecken, die sogenannten anständigen Bürger und YouTuber? Wenn siebenmal da steht, zahlen Sie, Herr Baraka, oder wir werden Ihrer Mutter was antun, zahlen Sie, Herr Baraka, oder wir werden Ihrer Mutter was antun. Hier wird einmal mehr eine Grenze überschritten von Ihnen. Ich bin klar bei Verstand. Und aus meiner Vita kann man mir auch keinen Strick drehen. Das wird man Ihnen im Krankenhaus bestätigen, meine Damen und Herren. Meine schlimme Phase im Leben ist schon längst abgeschlossen. Aber Sie da draußen, die es betrifft, werden mir keine weitere Hölle in meinem Leben bereiten. Oder meiner Mutter und mir. Ich bin die Hölle für jeden von Ihnen. Bis in Ihr Grab oder bis ins Gefängnis, wenn es sein muss, oder in die Forensik, wo Sie hingehören. Wie krank muss man sein, dass man so etwas einem Menschen wie mir, der durch diese Plattform schon genug Lehrgeld bezahlt hat, zuschickt? Wie krank und pervers und boshaft muss man sein? Tut mir leid. Das Thema Pädophilie, für das ich mich gerne engagiert hätte, aber nicht unter solchen Vorzeichen, ist so weit weg wie irgendetwas. Jeder ist sich letztendlich dann auch selbst der Nächste. So ist das bei mir und so ist das auch bei vielen von Ihnen da draußen. Aber ich fordere von dem Teil der Zivilgesellschaft, die hier auch bei YouTube ein- und ausgeht, sich jetzt stark zu machen, sich einzusetzen, diese Leute dingfest zu machen und aus dem Verkehr zu ziehen. Ja? Wie, das überlasse ich Ihnen und Ihrer Kreativität. Das ist keine Aufforderung zum Mord und Totschlag in meinem Namen. Das ist eine Aufforderung, selbst akribisch tätig zu werden an diejenigen, ja, denen ich sympathisch und menschlich genug rüberkomme, solche Leute dingfest zu machen und der Justiz zuzuführen. Und dass die dann auch nie wieder freikommen, auch nicht auf Bewährung. Wie weit muss das hier noch gehen in dieser Gesellschaft? Haben wir hier schon amerikanische Verhältnisse von Verrohung, wo man ungestraft den Hass nihilieren kann und zelebrieren kann, so wie es einem gerade beliebt? Oh, Sie wissen nicht, was ich mit Ihnen, mit diesen Händen, mit diesem Kopf, mit diesen Beinen und mit diesen Zehen mit Ihnen machen würde. Würden Sie, Verfasser dieser Mail, die ich eben erwähnt habe, mir gegenüberstehen? Sie haben keine leiseste Vorstellung, was ich mit Ihnen alles machen würde. Für diesen Satz, zahlen Sie oder wir werden Ihrer Mutter etwas antun. Hier scheiden sich die Geister. Nun ist die gesamte Gesellschaft im Prinzip, auch wenn ich ein bedeutungsloser Bürger im Wesentlichen bin, der sich im Wesentlichen auch noch nie etwas zu Schulden hat kommen lassen, aber nun ist die Zivilgesellschaft, Sie alle da draußen, auf dem Prüfstand. Was ist das Leben hier in diesem Land, in dieser Gesellschaft noch wert? Des Einzelnen und seiner Familie. Wenn es jetzt mit diesem Video nicht endlich mal einen richtigen Aufschrei gibt bei Ihnen da draußen und Sie sagen jetzt, das ist mehr als grenzwertig, was die mit dem Herrn Baraka und seiner Mutter machen, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich hoffe, das sehen auch die richtigen Leute bei YouTube. Auch Leute, die was von ihrem Fach verstehen. Profiler, Kripo-Beamte, Polizisten, Anwälte, Staatsanwälte.
Macht mal die Socken scharf. Ihr diskutiert später mal, sonst wieder nur wie immer in dieser Gesellschaft, wenn mir was passiert oder meiner Mutter. Dann will's keiner gewesen sein und man hat es ja kommen sehen und dann doch wiederum auch nicht und sonstiges Geschiss wird dann gemacht. Ja? Wir, meine Mutter und ich, scheißen drauf. Ja? Wenn vielleicht an unserem vorzeitigen, frühzeitigen, wieder natürlichen Tod festgemacht irgendwelche Kerzen und Bilder von uns aufgestellt werden würden, wenn es so weit kommen würde, wo ich im Namen meiner Mutter und im eigenen auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Wir scheißen auf eure, wie heißt es, Requiems, ja, uns zu gedenken, ja, oder Schweigeminuten oder sonstiges Geschiss, ja, was ihr dann in eurer heuchlerischen Selbstgefälligkeit inszenieren würdet, nur um mit eurem eigenen unreinen Arsch und Gewissen, weil ihr alle weggeschaut habt, im Wesentlichen bei mir und meiner Mutter, ja, und keiner bisher authentisch hier aufgetaucht ist und das verhindert hat und aufgelöst hat. Ja, das muss ich euch allen da draußen der ganzen Gesellschaft mal mitgeben. Jetzt ist das Maß mehr als voll. Und ich weiß, was ich nächstes Jahr tun werde. Und das kostet mich nur ein müdes Lächeln. 10 bis 20 Euro pro Prozesskostenbeihilfe. Und selbst wenn es 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre dauert, ich sorge explizit für die Schließung von Deutschland. YouTube Deutschland. Diese perverse Spielwiese, die ihr dazu macht und verkommen lasst, statt euch moralisch, ethisch, einwandfrei auf Augenhöhe miteinander auszutauschen und zu ergänzen, zum Schaffen einer besseren Welt vielleicht über die Vernetzung, die nehme ich euch weg. Ihr habt es nicht begriffen, keiner in diesem Land, keiner. Zahlen Sie oder wir werden Ihrer Mutter was antun. Von dieser Firma, in Anführungsstrichen, die heute rechtswidrig 5.000 Euro von mir bei PayPal eingefordert hat. Mal sehen, wie weit das noch geht.